Studio 2. Erstmal nehmen wir das hier mit. Was ist das? Das ist ein kleines Gartenschloss. Diese Filmplakate erinnern mich an eine glückliche Kindheit. Ich muss mich im Studio nach Hinweisen zu Fredericks Aufenthaltsort umsehen. Das Ende des Ostkorridors. Ne, wir gehen erst in die Bibliothek. Ja, das war eine falsche Fährte, ha? Huh? Wir können Bücher lesen. Was war das? Also, ich erinnere mich, dass er einige Schlösser mit Hilfe von Bücherregalen baute. Wirklich genial. Voll Genius, unser Brain Dad, ne? Ich wette, der fehlende Buchstabe T ist mein erster Hinweis. Guck mal, wir haben einen T. Und jetzt? Hilfe. Info. Die Anfangsbuchstaben jedes Buchtitels sehen ganz anders aus. Ich wette, ich kann aus ihnen ihnen ein Wort bilden, wenn ich die Bücher umstelle. Ayasi. Ayasi. Klingt doch cool. Oder meint er, ach so, da oben die wohl. Tertai. Könnte es vielleicht Theater heißen? Aber das wäre ja wohl zu einfach. Wir probieren es einfach mal. Ah, okay, so funktioniert das. So. Dududum. Mann, bin ich klug. T-T-E. War auch gar keine Hilfe hier oben und da, das Bild so, ne? Egal. Und er versteckt hinter einem Bücherregal einen weiteren Schlüssel. Das war der Kinosaalschlüssel. 6 Feet Under. Nein, SFX. Science Fiction X. Oh, und wir nehmen einen Bleistift. Stumpfer Bleistift. Toll in dem Buch als Lesezeichen. Und schon wieder so eine eingeklebte Seite. Um Rauchpulver herzustellen, braucht man Zucker, Kaliumnitrat, auch bekannt als Salpeter. Hi, Salpeter. Nehmen wir mit. Und da haben wir einen riesigen Globus. Wir nehmen uns die Kneifzange mit. Und hier haben wir schon wieder so Sternzeichensymbole. Das heißt Fische, glaube ich. Das hier ist, wenn ich mich recht erinnere, könnte das hier Wassermann sein. Nee, Quatsch, nicht Wassermann. Das hier könnte Jungfrau oder so sein. Das hier war Wassermann. Das da oben könnte der Stier sein. Weiß ich jetzt nicht genau, da fehlen ja wohl ein paar. Mein Vater hatte diesen Globus bei einer Auktion erstanden. Er wollte ihn wegen der Sternzeichen in seiner Bibliothek haben. Also, fassen wir nochmal zusammen, was wir bis jetzt so rausgefunden haben. Also, unser Dad ist tot. Genau wie wahrscheinlich unser Bruder, wenn wir nicht rechtzeitig finden. Unser Vater steht absolut auf übelst krasse Schlösser, hat dazu noch ein Faible für Karten und Sternzeichen. Und unser Bruder, über den wissen wir gar nichts, außer dass er Frederick heißt. Das reicht eigentlich schon aus, dass ich schon ihn nicht mehr suchen würde, weil jemand mit so einem bescheuerten Namen möchte ich gar nicht in der Familie haben, ne? Frederick. Mal schauen, können wir hier mit der Kneifzange, können wir das Stückchen hier rausziehen. Und bekommen das Peak. Peak. Peak, peak. Oh, jetzt weiß ich. What the fuck, wo ist die Haushälterin hin? Ich wollte die doch gerade pieken. Okay, gehen wir zum Ende des Ostkorridors. Eine Maus, oh wie cool. Eine Spielzeugmaus, aber nur leider. Da ist eine Karte. Privatdetektivin, gefundene 3 von 10 Karten. Ein Schloss, genau, und hier, wenn ich hier, dreimal den PIN falsch eingebe, dann explodiert's. Oder, nee, dann spart sich mein Girokonto. Weiß ich schon. Ja.
Ich brauche einen Zugangscode, um Vaters Musikzimmer zu betreten. Finden. Direkt. Studio One. Das ist schon wieder so ein Teil von dem Gartenschloss. Das Filmset von Vaters Piratenfilm. Ich wette, es ist noch so überzeugend wie damals. Natürlich. Um die Tür zu öffnen, muss ich den Code für das Tastenfeld eingeben. Okay, ja. Lichtschalter, Licht aus. Und hier brauchen wir einen Schlüssel. Die Tür zum Kinosaal ist abgeschlossen. Aber wir haben den Schlüssel. Gehen wir noch mal rein. Sieht das hier schäbig aus. Eine Katzenklappe. Eine Katzenklappe, da passe ich nicht durch. Hast du es ernsthaft versucht? Fettes Stück, ey. Sieht toll aus. Der Schlüssel ist in diesem Zimmer. Der Schlüssel, vor allem der Schlüssel. Und da liegt eine Hand. Die liegt einfach so da rum, so eine abgetrennte Hand. Naja, wahrscheinlich, ich befürchte, da klebt noch ein Körper dran. Das ist wahrscheinlich genau der Schlüssel dafür, ja. Und dafür brauchen wir die Katze. Die Katze könnten wir uns ja gleich holen, aber... Und jetzt mal hier gucken. Eine goldene Schallplatte auch noch. Geil! Was haben wir hier? Hier brauchen wir einen Stecker, um die Jukebox zu betreiben. Was ist mit dem Stromkabel der Jukebox passiert? Ich würde sagen... Ratten. Das ist so meine Vermutung. Die haben das Kabel komplett weggefressen. Ist ja ekelhaft. Da hat ja beim letzten Kinobesuch hat ja keiner mehr aufgeräumt. Wo hat Vater dieses Hausmädchen gefunden? Sie ist nicht gut im Putzen. Nicht sehr gut im Putzen. Kippen, Stummel, so Apfelkrutz, Blatt Papier und vollgerotzte Tempos. Das ist ja. Und ich muss das noch anfassen hier. Dann muss ich noch mitnehmen. Kartenstück. Und in der Leinwand ist ein Notenschlüssel. Ich kann Unebenheiten spüren. Vielleicht kann ich sie auf ein Papier abarbeiten. Okay, könnten wir, aber dafür müssen wir den Stift anspitzen. Das machen wir doch mal glatt. Und im selben Atemzug schnappen wir uns vielleicht noch... Bitch, please. Ich erwische auch immer nur Spiele, wo man zweimal in einem Bild wimmeln kann. Fächerhausschmetterling. Da war der Fächer. Und das Haus habe ich gar nicht gesehen. Aber das Kamel ist wieder da. Echt? Zwei Kerzen. Bücher. Antike Uhr. Da ist eine antike Uhr. Was haben wir noch? Laterne, Globus, Naht. Flasche, Grammophon, Arm. Und Ventilator. Natürlich, nachdem wir vorhin das Grammophon und das Kamel und den hier und so, das Zeug alles weggeräumt haben, haben wir es wieder schön dahingestellt. Wir haben alles wieder so zugemüht, wie es vorher war. Gar kein Ding. Ich meine, wir sind ja auch blöd genug, ein zweites Mal herzukommen, um aufzuräumen. Flaschen, Grammophonarm. Da war übrigens, ja, ich habe hier einfach mal ein bisschen drauf geklickt, ne? Nadel und Faden und da wollen wir die Naht flicken hier. Vor allem eine Naht. Wir nehmen eine Naht mit. Die haben wir nicht da dran genäht. Nein, die haben wir abgemacht. Na. Schmetterling, da ist der Schmetterling, da ist das Haus. Laterne, Grammophonarm. Ein Grammophonarm? Ein Grammophonarm? Schon wieder. Das war der Grammophonarm. Ventilator, eine Kerze und eine Laterne. Laterne ist hier. Da ist noch eine Kerze. Und wir brauchen noch einen Ventilator, der ist hier. Yay! Zweites Mal erfolgreich aufgeräumt! Und wir kriegen einen Grammophonarm. Und hier gehen wir unseren Bleistift anspitzen. Bleistift anspitzen. Spitzi, 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 spitzi.
Spitz. Und nein, wir haben die Spitze abgebrochen. Nein, haben wir nicht. Können wir das hier einsetzen eigentlich? Das Peak? Da? Ja, und wir können schon die erste Schublade aufmachen und kriegen einen Notizzettel. Ich habe einen schrecklichen Fehler gemacht. Es war keine Liebe, es war Lust. Ich bin kein Mann. Ich bin ein Betrüger. Alter, Daddy-o, was hast du getan? Klebeband, okay. Unser Dad ist ein übelster Schmierlappen, er hat unsere Mom betrogen. Ist uns aber völlig egal. Wir gehen jetzt mal noch zurück, gehen mal raus und holen uns die Katze. Komm, spiel mit der Maus. Und wir kriegen einen Holzgriff. Jetzt können wir hier mit dem Holzgriff, können wir die Katze dran machen. Zack. Und nehmen sie mit. Was für eine Liebeskätzchen. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Aber dafür brauchen wir Klebeband. Auch nicht. Okay. Ich kann sie einfach noch nicht mitnehmen. Muss ich mich mit abfinden. Ah ne, genau. Wir wollten ja hier, wollten wir jetzt hingehen in den Kinosaal. Um dort die Schrift mit Pauschpapier hier abzukritzeln. 3144. Neue Aufgabe. Ich muss den Code eingeben, um ins Musikzimmer zu kommen. You don't say. Da bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Achso, ich muss einfach... Moment, was war es nochmal gewesen? Ich hätte mal gucken können. Ich hätte es mal... Vaters Infos, Karte, Aufgaben. Karte. Aha, okay. Da gibt es 3 Anlaufstellen. Ah, das ist interessant. Das ist gut gemacht, finde ich. Hier, genau, hier war das. Im Inhaltsverzeichnis, hier so. Ich brauche den Zugangscode. Ja, der Zugangscode ist 3144. 31. Hä? Ach so, 3144. Ich bin natürlich blöd. Und jetzt kommen wir rein ins Musikzimmer. Ein Flügel, der ist so wunderschön. Da liegt ein Magnet rum. Und die Noten hat da auch jemand durchgekritzelt. Fand jemand wohl ziemlich schrecklich, das Stück. Ey, das ist ja cool. Sowas will ich auch haben. Können wir das mitnehmen? Da oben ist ein Foto. Aber klar, da oben kommst du dran. 1935. Sieht aus wie so ein Film. Mal wieder. Ein Grammophon. Da können wir den Grammophongriff dran machen. Da legen wir mal die goldene Schallplatte auf. Das ist die Filmmusik zu Vaters Das Auge des Pharao. Sehr geehrte Mr. Wolf, wir sind mit Ihren Fortschritten äußerst zufrieden und haben die höchsten Kreise des Militärs darüber unterrichtet. Sie erweisen Ihrem Land einen großen Dienst. Wir bedauern den Vorfall mit Ihrer Assistentin zutiefst. Doch für den Sieg über die Gefahren, die unser Land vor Ihnen, von innen und von außen bedrohen, ist dies ein kleiner Preis. Bitte führen Sie Ihre Arbeit fort. Mit freundlichen Grüßen, General Lee irgendwas. Und ein altes Stück Pappe. Nee, das ist die Hälfte des Bauplans. Ich glaube, ich sollte die Aufnahme gleich mal stoppen und einfach mal eine Runde schlafen gehen. Ich glaube, das wäre ganz sinnvoll. Das ist kein Aquarium. Ich muss das Wasser herauslassen. Ich sag dazu einfach gar nichts. Ich
merke schon, dass sie auch für dieses Spiel den Logikbeauftragten wieder gespart haben. Wir drehen an einem Ventil und drehen am nächsten und an dem. Aber kein... Was hab ich denn jetzt? Das war jetzt keine Absicht. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen dran rumspielen und plötzlich ist das Wasser abgestellt. Na toll. Wir nehmen... Aufgabe abgeschlossen. Ich muss den Code eingeben. Was? Moment. Tagebuch. Ah, genau, wir wussten hier direkt, welche Sternzeichen fehlen. Gelöst! Haben wir wie so ein Grundschüler drüber geschrieben, damit wir auch wissen, was wir gemacht haben. Ja, ich wollte eigentlich vorhin das U-Boot mitnehmen. Und jetzt haben wir, achso, wir haben einen Teil von dem Gartenschloss bekommen und jetzt haben wir ein großes Gartenschloss. Natürlich. Dann haben wir einen Magneten, Hälfte eines Projektbauplans, einen Holzgriff, Klebeband, Kartenstück und kleines Gartenschloss. Achso, ich dachte, das wäre das. Okay, ist da nichts mehr? Nee.